Ja, hallo und willkommen beim Unboxing mit eurem Pripple. Ich habe hier wieder ein neues Schmuckstück für euch. Das ist mir gesponsert worden von Shoki. Also es gehört nicht mir, aber er hat sich's gekauft. Und ja, jetzt will ich das mal für euch unboxen. Ich glaube, die sind nagelneu. Die kommen, glaube ich, erst bald auf den Markt und er hat sie schon. Und zwar sind es die Mercurial Vapor 9 AG. Das AG steht für Artificial Grass, also für Kunstrasen. Und ja, dann packen wir sie doch mal aus. So, da öffnet sich das Ding. Schön alles verpackt hier. Eieiei, nur Papierschmur und da sind sie schon. Oh, 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 oh. Guckt euch das an. Ah, schön. Ja, einmal außenrum, sieht man schon. Vorne Glanz, hinne matt. Schöner Aufdruck. Da sieht man auch schon die Stollen hier. Schön für den Kunstrasen. Ja, durchsichtig, ach hier vorne. Lässt er sich spiegeln? Ja, busy. Ja, schönes Nike-Logo über den Schuh gezogen. Irgendeinen komischen Zettel dran. Interessiert mich jetzt gerade nicht so. Ach, nur Schmodder da drin, wie immer. Ja, coole Sohle, kriegen wir die auch so raus? Ah. Riesenflatscher, ja, ich glaube Schuhgröße 42,5, wenn ich mich nicht irre. Stand jetzt irgendwo auf der Verpackung, aber ja, Riesenlatschen halt. Und dann gucken wir mal, wo der andere Schuh noch sich versteckt. Da ist er ja. Ja, schön, Riesenfett hier, Nike drauf. Auch wieder in dieser Hochglanzoptik auf der Vorderseite und hinten wieder immer matter und noch schön Golfballoptik. Also eigentlich für die Golf-GTI-Fahrer unter euch. Ja, also Schuh identisch wie mit der anderen Seite. Und haben wir da noch irgendwas drin? Ja, da fühlt sich noch an, als wäre da noch... Ah, der Sack dazu. Schwarz. Groß. Schön mit dem Logo noch drauf. Tja. Und das ist ja auch mal der leere Karton. Just do it. Ja, steht Sache. Das war's erstmal. Es folgt auch noch ein anderes Unboxing, wieder mit einem Nike-Schuh. Da lade ich gleich mal hoch. Bis denn, euer Pripple.